Warum wir E-Mobilität betreiben bzw. meinen, dass unsere Technik wertvoll ist für die E-Mobilität, ist ganz einfach gesagt. Und zwar sind Lithium-Ionen-Zellen extremst anfällig gegenüber unterschiedlichen Temperaturen. Also entweder ist ihr zu kalt, dann fährt das Auto nicht so weit, wie soll. Oder der Zelle ist zu warm und dann lebt sie nicht so lange, wie sie muss. Aber auf der anderen Seite sind die Zellen auch extremst gefährlich, wenn es darum geht, dass sie vielleicht durchbrennen, was zweifelsfrei passieren kann. Und dann ist absolut notwendig, dass ein ordentlicher Schutz gewährleistet wird, weil es gibt kein höheres Gut als die Gesundheit eines Menschen. Wir sind hier in der Lage, mit der Technik einen extremen Beitrag dazu zu leisten, einfach einen gewissen Schutz oder einen Schutzkorridor zu eröffnen.